einfach nur überwältigt bin. Oh mein Gott, Alter. Wir haben 2.500 Euro allein nur mit den Crop Tops verbrannt. Mit Photoshop. 39 aktive Warenkörbe, halt deine Fresse, Digga. Egal, wohin ich komme, ich möchte ein Lift Heavy Shirt sehen. Geile Arbeit, ey. Einen wunderschönen guten Tag, meine lieben Damen und Herren, zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Es ist Sonntag, 18 Uhr und ihr habt eingeschaltet und ihr seht, ich befinde mich schon in der neuen Zentrale des Wahnsinns. Hier sieht es noch wahnsinnig leer aus, denn bis auf diesen provisorischen Schreibtisch und diesem Stuhl und mir ist hier nichts drin. Darum soll es heute aber gar nicht gehen, denn heute, das habt ihr vielleicht hier oben schon im Titel gelesen, geht es um Lift Heavy. Wir haben den Prozess des Rebrandings ein bisschen aufgenommen und ich möchte euch ein bisschen Einblick geben in, warum machen wir das Ganze, wie haben wir das Ganze gemacht, also so ein bisschen die Shootings, Behind the Scenes, wie viel Geld verdienen wir damit, das möchte ich euch hier auch ganz offen und transparent erklären und warum machen wir das Ganze eigentlich. Das wollen wir in dem Video klären, aber natürlich auch ein bisschen Insights geben und ich würde sagen, wir hüpfen einfach mal ganz kurz zu dem Tag, an dem unsere Samples fürs Shooting das erste Mal gekommen sind. Ich das erste Mal die Klamotten in der Hand habe. Ihr müsst verstehen, wir haben ja dieses alte Lift Heavy Everyday Logo gehabt und wir haben dann gerebrandet. Wochenlang haben wir uns mit nichts anderem beschäftigt als mit diesem Logo. Und dann, als wir das Logo hatten, was machen wir für Shirts? Unbroken, 1AM, AMRAP, Lift Heavy Everyday Stripes, Lift Like a Queen war erst Rest Like a Queen. Dieser ganze Prozess hat da an dem Tag, an dem wir das Paket bekommen haben, tatsächlich endlich für mich ein Gesicht bekommen und da springen wir mal hin. Oh, das ist so krass! Oh mein Gott, einfach! Oh Gott, das geht so! Oh Gott, ist das krass! Wow. Oh Gott, Alter! Ich kann die Kamera nicht mehr halten. Können wir tauschen? Was? Ach so! Oh mein Gott, ist das krass! Oh mein Gott, ist das krass, das in den Händen zu halten. Oh, ich fass es nicht, ey. Ich will auch. Alter Schwede, alter Schwede. Oh, das Logo ist so sexy. Das Logo ist so sexy. Ich krieg grad einen mittelschweren Halbsteifen, ey. Komm, das L ist für mich, Alter, das L ist für mich. Das ziehen wir jetzt mal an, das ziehen wir jetzt mal an. Alter Schwede, ey. Ist das sexy, ey. Ist das sexy. Hier, jedes Shirt wird mit, hä? Pop-Label. Geil. Geil. Ja, Mann, Alter. Macht mich gerade richtig stolz. Ihr könnt es euch wirklich nicht vorstellen. Ja, hier ist jetzt tatsächlich alles drin, was wir produzieren in geringen Stückmengen fürs Shooting und für unsere Athleten. Und das sortieren wir jetzt mal und dann seht ihr das gleich. Unbroken, Lift Like a Queen, Lift Heavy, Classic Collection. Und hier kommt die Black Collection mit Stick auf der Brust. Ich lieb's. Veredelung hier. Genau mein Ding. Wenn ich die Aufnahmen heute sehe, verspüre ich immer noch dieselbe Euphorie. Ich wusste damals nicht, dass dieses Unbroken-Shirt von euch so krass abgefeiert wird. Bis dato kannte das ja noch keiner. Ich weiß aber auch, dass ich an dem Tag so krass aufgeregt war, dass ich nicht gesehen habe, dass auf dem Lift Heavy Everyday Crop Top der Frauen, ihr habt es vielleicht mitbekommen, wir haben es ja noch abverkauft, eben der Stick Wellen geschlagen hat. Und zu dem Zeitpunkt hätten wir noch alles stoppen können und sagen können, ey, fuck, da läuft irgendwas schief, wir brauchen ein anderes Crop oder wir müssen irgendwie anders veredeln. Aber das habe ich nicht gesehen in dem Moment, weil das war einfach so viel, dass man da irgendwie in dem Moment kein Auge für hatte. Dreh dich mal einmal. Hier, ich weiß gar nicht, ob man es erkennen kann auf der Kamera. Und innenseitig nochmal schwarz das Logo rein, dass man es nicht doll erkennen kann. Failing to the max, ey. Geil. Ja, Leute, und jetzt heißt es die nächsten Tage den Stuff shooten. Und den genauen Plan dafür, den erzähle ich euch später. Genauen Plan hatte ich tatsächlich auch nicht. Ich wusste, okay, wir haben jetzt so viel Klamotten. Bock, ich muss jetzt irgendwie irgendwas shooten, aber mit wem und wie viel und was genau. Es war dann irgendwie zu viel, um das so richtig zu kanalisieren. Aber wie immer, better done than perfect. Und in dem Sinne sind wir losgezogen. Heute ist der erste Shooting-Tag für die neue Lift Heavy-Kollektion. Ich hole jetzt den Prakti ab. Der wird nämlich für die Fotos zuständig sein, überwiegend. Und wir fahren direkt erstmal zu Schagel und filmen mit dem und fotografieren mit dem den ersten Teil der Klamotten. Aha. Moin. Junge, komm, ab zum Battle the Beach, oder? Yes. Schagel hat unter anderem auch wieder die Armut zugeschlagen. Oh, fuck. Oh, fuck. Na komm, jetzt will ich was sehen. Ja, okay, du hast noch längere Beine als ich. So, mit unserem besten Model, Mr. International. Hello, Mr. Butt. Are you open for an interview? Okay. Und hier mit unserem besten Fotografen.
Jetzt seht ihr, glaube ich, das erste Mal das T-Shirt auch an jemandem dran. Guckt euch das an, wie Schal einfach auch konzentriert ist. Man, man liest von da, Achtung, Achtung, nach da. Also falls ihr euch fragt, warum Schagel, da habt ihr die Antwort. Schagel passt einfach zu Lift Heavy wie die Faust aufs Auge. Ich kann mir keinen besser vorstellen als Schagel in unseren Shirts. Unbroken Shirt, das habt ihr nicht gekauft, das habt ihr uns aus den Händen gerissen. Und es ist tatsächlich so, dass ich jetzt mit jeder neuen Klamotte immer zuerst zu Schagel fahre, weil es an dem einfach unfassbar gut aussieht. Wir haben natürlich nicht nur mit Schagel geschultet, sondern wir haben uns auch noch ein Urgestein der deutschen Gewichtheberszene geholt. Den Krümmer. Und hier. Ach, ja. Pünktlich wie die Maurer. Gib ihm mal die Faust. Ja, Corona-gerecht, stimmt. Bam. Ja. Sehr, sehr schön, dass das geklappt hat. Und Prakti. Ja, was hast du vorhin gesagt? Das Biest von der Fitness-Bundesliga, ne? So. Da konnte er sich nämlich dran erinnern. Ja, 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 ja. Der Mann von der Fitness-Bundesliga. Das habe ich jetzt nicht gesagt. So, wir springen hier auch schon direkt rein. Das sind, man sieht es auf der Kamera nicht, das sind 25er. 120 hat er jetzt drauf. Da machen wir jetzt ein paar Touch-and-Go-Snatches. Easy! Mit Photoshop? Also Arme, auf jeden Fall Arme aufpumpen. Wir knallen jetzt noch die Classic Collection weg. Da müssen wir aber zum Glück keinen Sport machen. Da verschonen wir ihn. Mit dem Krümmer auch unfassbar geile Clips entstanden. Den ersten Clip davon, oder beziehungsweise den Clip davon, konntet ihr ja schon sehen, wo er so ein bisschen ja, seine Geschichte mit dem Gewichtheben erzählt. Du hast nur diese eine Chance. Du musst in einer Zehntelsekunde musst dich entscheiden. Springe ich jetzt drunter? Habe ich die Eier? Oder sagt mein Kopf nein? Wieder unglaublich viel Spaß gemacht, sowas zu erarbeiten. Einfach das, worauf ich Bock habe. Und das ist ja auch genau das, was wir mit Lift Heavy umsetzen wollen. Gerade kam das letzte Paket, das hatte ich ja ganz vergessen. Wir haben ja noch Lifting Straps, ja, den Block dazu. Den gibt es ja auch noch. Und die sind gerade gekommen zusätzlich zu den zwei fehlenden Shirts. 1AM und MRAP ist uns später erst eingefallen, dass man das ja auch noch mit rausbringen könnte. Und uns geht es da weniger um das Workout, beziehungsweise den Modi per se, sondern mehr um das Mindset. 1AM, MRAP Mentality. Das ist unser Gedanke dahinter. Sicherlich designtechnisch und auch ideentechnisch jetzt nicht die krasseste Idee, aber wir haben dafür Käufer gefunden, die das genauso sehr feiern wie wir. Ich trage das gerne, ich sehe das Leute tragen und das ist ein unglaublich, unglaublich gutes Gefühl. Aber jetzt nochmal ganz kurz zu den Straps. Ich rufe mal Nils an nebenbei. Okay Nils, du bist jetzt live dabei. Ah. Unter anderem auch im YouTube-Vlog. Oh, ein Schummelpaket. Oh, doch nicht. Oh! Alter Schwede, ist das sexy, ey. Oh Gott, ist das sexy, Alter. Geil. Alter, ist das geil. Alter, oh. Finne, ey. Das wusste ich gar nicht. Ja, siehst du mal. Junge, geil. Geil. Okay, zeig mal noch die zwei T-Shirts. Oh, ist das sexy, ey. Und zeig noch mal das andere da ganz unten. Yes, baby. Geil. Geil, geil, geil. Ja, und damit sehen wir uns beim nächsten Shooting wieder, oder? Ein Traum. Geil, geil, geil. Ja, ihr hört auch da raus, die Begeisterung war immer krass und Nils und ich haben da auch viel Kontakt mal via FaceTime gehalten. Für mich ging es dann nochmal mit den Mädels bei Hammerbrook ein bisschen was shooten. Da seht ihr jetzt auch gleich nochmal den Pullover im Direktvergleich und vor allem auch die Straps nochmal ein letztes Mal testen und shooten. Hier seht ihr übrigens nochmal die Unterschiede. Da zu da und unten das Label. Das zu. Da. Zu umgenäht und dran. Oh, so. So nice. Bis dahin hatten wir zwar eine Menge Content, aber noch längst nicht genug, um irgendwie alles im Shop abzubilden. Deswegen sind wir nochmal zu Go Ahead gefahren und haben da quasi nochmal einmal alles geshootet. Sowohl Sarah als auch mich in jedem fucking Outfit. Wir shooten halt alle Fotos nochmal ab für den Shop, aber jetzt ganz besonders eins. So, das kann man ruhig sehen. So. Das darf man jetzt ruhig sehen. Das Place Bar Here Shirt oder hier. Sitzt natürlich ein bisschen tiefer als die Stange am Ende, weil man soll es ja auch noch lesen können bei der Übung. Das hier eignet sich natürlich für Front Squat, da sitzt sie natürlich sehr weit oben, aber vor allem auch fürs Titty Press. Und das macht Sarah jetzt mal. Aber ich habe gehört, du willst heute gar nicht auf 105 gehen, sondern unter deinem 1AM bleiben, ne? Ja, heute nur so. Ist ja auch nicht das 1AM Shirt, sonst jetzt ja, natürlich ja, ja. Fuchs die Frau, Fuchs. Ich wollte gerade sagen. Vielleicht ein bisschen dolle groß. Also liebe Ladies, nicht in M nehmen. Wir können das so machen.
Ich bin so breit. Gucken wir mal nach. Und last but not least ist eben dieses Video mit Sarah entstanden, dieses Lift Like a Queen Video, wo wir ihr quasi eine Stimme geben wollten, so doof das jetzt klingt. Aber sie erzählt ja so ein bisschen, dass der Background eigentlich ein anderer war und dass sie aber mit dem Gewichtheben ihre Passion gefunden hat. Und das ist auch das, was wir in Zukunft spielen wollen, die Leute und die Gesichter hinter dem Sport. Puh, wenn ich nach einem langen Tag ins Gym komme, fordert das Gewichtheben meine volle Konzentration. Regelmäßigkeit und die nötige Geduld lassen mich einst unvorstellbare Gewichte bewegen. Aber auch hier ist der Weg das Ziel und jeder Fail ist genauso viel wert wie ein gültiger Lift. Wenn ich nach einem langen Tag ins Gym komme, dann gehe ich danach befreit wieder raus. Jetzt kommen wir zum Tag der Tage, zum Lounge und ich möchte nicht, dass das gleich aussieht, als wären wir geldgierig oder als würden wir uns mega abfeiern, wenn wir hohe Umsätze schieben. An einem Launch-Tag, gerade mit so einer langen Vorbereitung, ist es natürlich ganz klar, dass da A, viel Geld fließt, also viel Umsatz fließt, aber natürlich auch so ein bisschen Euphorie und, wie soll ich das sagen, alles ineinander spielt. Wenn ein Sale generiert wird, dann macht die Shopify-App immer dieses Kassengeräusch, Katsching, also das schneide ich jetzt nicht im Nachhinein rein. Ein unglaublich befriedigendes Gefühl, wenn man überlegt, dass wir wochenlang auf diesen Tag hingearbeitet haben und sehr, sehr viel Geld, nicht nur unser eigenes Geld, sondern auch das Geld von Fremden, denn wir haben Darlehen aufgenommen, in dieses Projekt gesteckt haben. Und an dem Tag hat sich das Ganze so ein bisschen entladen. Wir haben, ich kann es verraten, einen fünfstelligen Umsatz an dem Tag gemacht, aber, und das möchte ich hier betonen, wir haben 2.500 Euro allein nur mit den Crop-Tops verbrannt. Das war ein Riesen-Learning, aber es tat verdammt weh. Und wir haben für alle Shootings, für alle Designs, die Sample-Ware so viel Geld bezahlt, dass wir mit der ganzen ersten Charge, selbst wenn wir sie komplett abverkauft haben und hätten, noch nicht unseren Invest rausgespielt haben. Das ist ein Long-Term-Game, was wir spielen wollen. Aber dazu später nochmal mehr. Jetzt zeige ich euch erstmal, was abging den Abend. Es ist 19.55 Uhr und es geht gleich los. Und was wir sehen, ist schon enorm krank. Also es sind jetzt schon so viele Leute im Shop. Ich kann euch leider nicht zeigen, also ich kann euch die Statistiken nicht zeigen, aber das ist schon sehr krank. So viele Leute im Shop, es ist unfassbar. Das ist echt krass. Ich kann das hier gar nicht gerade, weil im Sekundentakt kommen hier neue und den Wortstore haben wir gar nicht. Warte mal, ich guck mal. Das kann man machen, ey. Alter, Maul, ey. Digga, das ist so krank. Lass uns die Pizza essen. Lass uns die Pizza essen. Oh, das ist so krank, Alter. Geile Arbeit, ey. Das können wir nur zurückgeben, ey. Vielen, vielen Dank an alle. Das ist ja nur krank. Was für ein Wahnsinnsabend. Ohne Scheiß, da ist so viel Last und Druck von den Schultern gefallen. Ihr könnt es euch wirklich nicht vorstellen. Die ganze Arbeit bis dahin und dann an dem Abend zu sehen, dass ihr das Ganze so geil annehmt, das war ultra befriedigend und befreiend. Also das kann ich an der Stelle wirklich sagen. Wir wussten aber auch gleich, dass wir am nächsten Tag natürlich genauso weitermachen müssen wie bisher. Wir mussten Ware nachordern, wir mussten uns um Retouren kümmern, wir mussten überhaupt erstmal dafür sorgen, dass unser Fulfillment, also unser Versanddienstleister mit dieser Menge an Ware klarkommt, die an dem Tag rausgegangen ist, dass das alles reibungslos läuft und jeder sein Paket bekommt. Das war ein ganzes Stück Arbeit und wir haben natürlich auch viel Feedback von euch bekommen. Wir haben gehört, welche Designs euch gefallen, welche weniger gefallen, wo ihr gerne noch eine andere Farbe hättet und so weiter und so fort. Und wir haben natürlich schon, und das habt ihr ja vielleicht auch jetzt gesehen, viele neue Designs am Start, sind aber auch gerade nebenbei schon wieder an einer weiteren Kollektion am Plan, in die wieder sehr viel Herzblut und Zeit fließt und vor allem auch Investment. Ich hatte es vorher gesagt, wir verdienen damit kein Geld. Also es ist jetzt nicht so, dass wir das Ganze hier ohne Absicht zu machen, irgendwann mal Geld damit zu verdienen. Aber Stand jetzt ist es so, dass nicht nur unser Geld da drin steckt, sondern auch das Geld von, ich sag's mal so, Investoren. Und wir all das Geld wieder refinanzieren. Wenn wir ein neues Design an den Start bringen, dann ist das nicht so, dass ihr das Shirt bestellt und wir geben das in Auftrag. Wir bestellen eine Menge an Ware vor und das vertreiben nur wir. Bei anderen Konzernen ist es so, dass die schon kalkulieren können, was nimmt denn der Handel an Ware ab und dementsprechend können die produzieren. Das können wir gar nicht. Wir bringen ein Design raus und wenn euch das nicht gefällt, dann liegt das da
Und dann liegt es da und kostet uns Geld. Und das ist natürlich irgendwo ein ziemlicher Druck, aber auch ein extrem geiler Hustle. Und natürlich machen wir das, weil wir uns sicher sind, dass das Ganze sehr gut ankommen wird, dass wir wachsen und dass wir mehr und mehr Anerkennung und Zustimmung finden in dem, was wir machen, indem wir Athleten Stimmen geben, geile Designs rausbringen und Klamotten, in denen ihr euch wohlfühlt und in denen ihr euch ja repräsentieren könnt. Meine Mission ist es so ein bisschen, und das ist mein großes Ziel, egal wohin ich komme, ich möchte ein Lift Heavy Shirt sehen. Das sage ich hier heute und vielleicht gucke ich mir das Ganze in 5 Jahren an und sage, das war ja eine richtig kranke Idee, hat ja gar nicht funktioniert. Oder ich kann das irgendwann mal nehmen und sagen, ja, hat geklappt. Ich möchte, dass irgendwann überall Lift Heavy getragen wird. Klingt wahnwitzig, ist es auch, aber das ist eine Mission. In diesem Sinne danke ich euch. Checkt gerne mal den Shop aus, es sind neue Shirts am Start. Und seid gespannt auf die nächste Kollektion. Das wird richtig fett. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen. Reingehauen.